Hallo ihr Lieben, wir sind mit Sarah heute wieder unterwegs, ja? Wohin fahren wir? Einkaufen? Ja. Zu? Bei mir ist immer das Wort hier. Das ist ein Wort? Ein Geschenk. Ein Geschenk heißt das? Im Geschäft sind wir. Im Geschäft, ja. Das heißt einkaufen, oder wie? Ja. Ja? Also, wir gehen jetzt bei DM. Nee, das sage ich immer so. So? Okay, wir gehen jetzt bei DM. Nee, das ist nicht, nicht so. Das sage ich immer so. Okay, vielleicht lerne ich es noch irgendwann. Sarahs Geheimsprache, ja? Romy kommt auch mit? Ja? Kommt auch mit? Die arme Maus ist auf die Nase gefallen vor ein paar Tagen, ja? Ja. Und das ist jetzt der Überrest von den Schürfwunden. Aber es ist schon recht gut verheilt. Und weißt du was? Hallo. Bei mir haben alle Mücken mich an den Fussi gestochen. Ja, du hast ganz viele Mücken und Wespenstiche, ja, du armes Kind. Die ist barfuß auf der Wiese rumgelaufen, die ganze Füße sind voller Wespenstiche. Ja. Hast du so ein Glück gehabt, ne? Hast gleich mehrere abgekriegt. Aber das verheilt wieder ganz schnell, ja? Komm, jetzt gehen wir los. Ja, können wir uns auch ein bisschen? Villa? Clara. Mama, kann ich holen? Kannst du den Einkaufswagen holen? Warte. Hier. Hier ist dein Chip. Hol den Einkaufswagen. Sehr gut. Romy, du musst schon sitzen bleiben im Wagen, darfst nicht aufstehen. Nein, nein, nicht aufstehen. Oh, das ist momentan eine Tortur, mit ihr einkaufen zu gehen. Die will nicht im Einkaufswagen sitzen bleiben. Hast du Stiftegeschenk gekriegt? Ja. Das war aber eine nette Verkäuferin, ne? Ja. Jetzt fahren wir Jana und Philipp abholen, okay? Okay, aber noch ein Geschenk. Ja, und danach bringen wir Jana und Philipp in die Musikschule und dann fahren wir mit dir weiter einkaufen. Okay. Ja? Einverstanden? Ja. Okay, los geht's.
Endlich zu Hause angekommen. So ein Einkauf, der schafft mich jedes Mal ganz schön, diese schweren Tüten hier zu schleppen. Schon nicht einfach. Als große Familie, da muss man schon einiges einkaufen. Aber weil ich auch nur einmal in der Woche einkaufe, dann kommt natürlich einiges zusammen. Jetzt werde ich das erstmal hier alles auseinanderräumen. Schauen, was nach unten kommt, was in der Küche bleibt. Und dann werden wir Mittag essen. Setz dich hin, ich schneide dir auch Melonen. Habe ich auch so ein kleines Stück gewonnen. Ja. Ich werde für euch alle Babys kleine Stücke schneiden. Ich möchte bei dir Mama. Kleine Stücke Baby. Du bist auch ein Baby, du brauchst auch kleine Stücke. Ich möchte so kleine wie Romy. Ich auch so kleine wie Romy. Ich möchte noch kleiner als Romy. Heute gibt es bei uns Melone zum Nachtisch. Ja? Oh, aber ich glaube, das ist im Sommer auch der beste Nachtisch, oder? Mhm. Ja. Serviert. Guten Appetit. Mhm. Deine Dame. Romy sitzt schon so süß. Sie will alles mitmachen, was die großen Geschwister machen. Sie muss alles nachmachen. Was die großen Geschwister vormachen, das tut sie nachmachen. Eigentlich in ihrem Alter sollte sie noch im Babystuhl sitzen. Aber nein, sie möchte schon wie eine große hier auf der Bank sitzen. Ich war im Garten bei uns und habe unsere Johannisbeeren abgepflückt. Wir haben einen Busch mit Johannisbeeren im Garten. Und die Johannisbeeren gehen bei uns irgendwie nicht so gut. Die Kinder essen so einen kleinen Halm davon und dann war es das aber auch schon. Nee, tu das nicht. Das lieber nicht. Kannst hier mit dem Handtuch wischen, ja? Wisch alles trocken. Und dann habe ich mir gedacht, dann presse ich die einfach aus und mache Saft draus. Wenn ich das koche, ist mir das ein bisschen zu schade. Dann gehen die ganzen Vitamine kaputt. Und wenn ich das auspresse, dann kann ich die Vitamine behalten und dann kann man das als Saft trinken. Aber ich weiß noch nicht, ob das so ganz funktioniert, wie ich mir das hier vorstelle. Ich will sie durch dieses Sieb hier pressen, weil ich diese Kerne auch nicht da drin haben möchte. Mal schauen, ob das klappt. Ich muss mir jetzt mal hier irgendwie was zum Stampfen nehmen. Ein Kochlöffel oder so. Aber mir tut mir hier helfen. So, mal sehen, ob das hier funktioniert. Gib Mama einen Kuss. Oh, danke, die Süße. Gib Mama noch einen Kuss. Danke. Also, du kannst jetzt hier in die Kanne das ganze Mineralwasser reinmachen. Das ist jetzt unsere Johannisbeersaftausbeute hier in dieser Schüssel. Sehr sauer. Also wir mischen das jetzt ein bisschen mit Agavendicksaft, ja Sarah? Und dann da rein. Drück rein. Ja, so müsste es reichen. Wir probieren gleich einmal, ja? Und jetzt darfst du rühren.
Was dann für das schon vielleicht? Noch reinmachen, ne? Vielleicht tun wir das in die Kanne. Ich mache in die Kanne rein, Mama. Mama. Okay. Hast du? Fertig? Mama, darf ich einfach will, probieren? Mama, ich will. Ja. Noch nicht. Noch so. Wer ist da noch gekommen? Ja? Wer ist hier noch gekommen? Vorsichtig, aber nicht so doll rühren. Ja? Jetzt die Kanne noch. Ist jetzt süßer. Jetzt ja. Gut? Aber noch ein bisschen sauer. Naja, ein bisschen sauer muss es sein. Mama. Das ist ja Johannisbeersaft. Jetzt reicht es aber von der Süße. Warte, und jetzt tun wir das hier reinfüllen. Ich mach das. Vorsichtig. Sarah hat gerührt, jetzt darf Philipp da rühren. So. Kommen. Strohhalm auch noch dazu nehmen. Der Trommler. Romi. Ja, jetzt hast du ja selbst deine Rübe Rübe gehauen. Warte. Wohin willst du? Wohin willst du? Dir. Mama, darf ich das machen jetzt? Ja, warte, warte, ich mach das einmal sauber. Ich mag halten. Ja, und dann kannst du es beim nächsten Glas halten. Ich mag von bei noch zwei. Ja. Okay. Mama, Sarah, wir haben noch zwei Gläser. Du kannst auch. Sarah, mach das kleine, ich das große. So, du halt. Sarah, du musst. Halt das Sieb. Halt das Sieb. Halt das Sieb und Mama gießt rein. Halt es schön über dem Glas. So, jetzt darf jeder seinen Saft austrinken. Probiert mal. Schmeckt euch gut? Mhm. Ja. Selbstgemachter Johannisbeersaft. Lecker. Schorle. Ja, Johannisbeerschorle. Wie Apfelschorle. Ja, Romy bräuchte einen kleineren Strohhalm. Lass du mal so probieren. So, Romy. Da. Was sagt ihr? Schmeckt gut? Mhm. Kann man das wieder machen? Mhm. Unser Johannisbeerstrauch ist zu Ende. Ist leer. Mhm. Aber bei Oma sind noch ganz viele. Wir können Oma anrufen, dass wenn sie kommt, dass sie Johannisbeer mitbringen soll. Und dann können wir so einen Saft machen. Schmeckt gut, ne? Mhm. Mama. Lecker. Mama. Und das Gute ist, dass noch alle Vitamine drin. Noch. Ich habe nur noch ein bisschen da gemacht. Bitte. Das Glas ist noch geblieben. So ihr Lieben, bei uns ist jetzt mittlerweile Abend geworden und ich gehe jetzt die Kinder schlafen legen. Ich hoffe, es war für euch interessant zuzuschauen, wie wir heute unseren Tag verbracht haben. Und ich höre schon, die Kinder sind wieder da ganz aufgedreht. Euch möchte ich jetzt Tschüss sagen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut.